Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technik-Ecke und einem weiteren, ich weiß gar nicht, das wievielte es ist, Review eines Bluetooth-Lautsprechers. Nämlich wurde dieser mir zur Verfügung gestellt von iAmer, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum die Firmen immer solche unaussprechbaren oder unentzifferbaren Namen und Bezeichnungen haben müssen. iAmer nenne ich das jetzt auf jeden Fall. Die haben mir das Modell IM9 geschickt, um euch das mal hier natürlich völlig unvoreingenommen zu präsentieren. Die Verpackung weitestgehend unspektakulär und weiß, aber dafür ist der Lautsprecher selber, wie ihr sehen könnt, in einem, ja, man könnte schon fast sagen, Armee-Militär-Tarnfarbenton gehalten, zumindest bis auf die knallorangen Stellen da oben, die ihn dann wahrscheinlich in der Tarnsituation verraten würden. Schauen wir uns mal eben die Rückseite an. Das Ganze ist also stoßfest, hat einen eingebauten 2200 mAh Akku, gibt einen 16-Kern-Lautsprecher. Ich weiß aber, dass ich hier drin zwei Lautsprecher, also ein Dual-Lautsprecher mit jeweils 5 Watt Leistung verbirgt. Es gibt zusätzlich einen 3,5 mm Klinkenstecker als AUX-Eingang. Das Ganze wasserdicht nach IPX6 Standard, also zumindest Regen- und Schmutzgeschützt. Zwei-Wege-Kontrolle. Ja gut, wir können die Musik damit steuern mit den oben angebrachten Play-Pause-Knöpfen und so weiter. Und das Ganze ist, wie gesagt, auch eine Freisprecheinrichtung. Einige technische Daten wie ja, das Gewicht nochmal, die Akkuleistung, einige Bluetooth-Frequenzinformationen. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal rein in den kleinen weißen Karton. Hier oben mit ein bisschen Schaumstoff noch abgedeckt, das Ganze. Da ist er schon. Gucken wir erstmal hier ganz unten rein, ob sich da noch irgendwas drin verbirgt. Ganz genau, das ist nämlich der Fall. Zum Beispiel ein bisschen Kabelkram. Den schauen wir uns zuerst an, um euch hier wie immer auf die Folter zu spannen, beziehungsweise schauen wir uns zuallererst das Users Manual an. Die aufklappbare Kurzbedienungsanleitung, in der hier zum Beispiel die Bestandteile des Lautsprechers ausführlich, auf Englisch zumindest, nochmal erläutert werden. Ihr könnt euch das ja entsprechend anhalten, dann das Herstellen einer Verbindung mit unserem Bluetooth-fähigen Audiogerät, das Anschließen von externen Soundquellen und natürlich auch MicroSD-Speicherkarten. Auch die können wir hier an der Seite einstecken, das hatte ich gerade noch vergessen zu erwähnen. Hier nochmal die technischen Daten, die haben wir ja gerade auch schon draußen gesehen. LED-Anzeigen waren hier oben und was haben wir hier unten noch? Ja, den Lieferumfang, der übrigens auch noch eine schöne Trageschlaufe hier beinhaltet. Die war ja auch noch auf dem Karton abgebildet. Da könnt ihr sie noch ganz knapp im Bild sehen. Schauen wir uns aber jetzt lieber in Aktion an hier. Hier haben wir auf jeden Fall das Kabel für die USB-Stromversorgung zum Aufladen des Akkus. Ganz normales USB-A auf Micro-USB-Kabel, Länge wahrscheinlich 1 bis 1,5 Meter. Und hier ein 3,5 mm Klinkensteckerkabel, um auch den AUX-Eingang hier mit Audiosignalen zu befeuern, wenn wir kein Bluetooth-fähiges Gerät haben. So, der Lautsprecher selber hier schmucklos in dieser schönen Plastikfolie eingepackt, aber wie gesagt in schöner Tarnfarbenoptik, wobei man direkt sieht, dass zum Beispiel die Zierelemente, wie hier oben diese Schraubenköpfe, eigentlich gar keine Schraubenköpfe sind, sondern ja wirklich nur in das Kunststoff mit eingelassene Zierelemente. Das sieht, ja, ich möchte jetzt nicht sagen billig aus, aber die hätte man vielleicht doch aus separaten kleinen Metall- oder zumindest schwarzfarbigen Bauteilen machen können. Aber hier oben auf der Oberseite haben wir dann das Bedienfeld. Das sieht schon interessanter aus. Mit dem Mikrofon nehme ich ganz stark an, hier auf der linken Seite, einer Status-LED auf der rechten Seite und ja, dem Bedienfeld, das hatte ich gerade schon angesprochen, mit Power, Play-Pause, Gespräch annehmen bzw. den Audiomodus ändern, vom Klinkensteckeranschluss zum Beispiel zum Bluetooth und hier die Lautstärkesteuerung bzw. springen zum nächsten und vorherigen Lied. An der linken Außenseite nichts, das ist leicht gummierter Kunststoff hier, diese Flächen, damit der wahrscheinlich auch schön rutschfest auf jeder Oberfläche steht. Und auf der rechten Seite haben wir dann hier die auffällig orangefarbene Gummilasche mit diesem metallkarabinerartigen Haken hier dran. Das wirkt auf jeden Fall hochwertig und ordentlich gemacht. Hier sehen wir dann die wasser- und wetterdichte Abdeckung, unter der sich der USB-Anschluss und schauen wir mal, höchstwahrscheinlich steht da schon außen drauf, der Klinken-AUX-Anschluss und auch der Micro-SD-Karten-Slot verbirgt. Das wirkt auf jeden Fall vielversprechend hier, auch wenn die Verschlussklappe hier ein bisschen hart ist, beziehungsweise keine eigene Dichtung mehr mitzubringen scheint, auch da drin nicht. Aber das Außenmaterial hier, das hier ist ein bisschen aus weichem Gummi gefertigt. Deshalb nehme ich mal stark an, dass das hier alles wasserschutzmäßig seine Richtigkeit hat.
auf der Unterseite iAimer oder iAmmer oder was auch immer, einige Betriebsdaten und auf der Rückseite ja nochmal ein Lautsprechergitter, unter dem hier aber auf der Rückseite kein Lautsprecher sitzt. Der guckt nur zur Vorderseite raus. Das können wir auch, glaube ich, ganz deutlich hier drunter schimmern sehen. Die beiden 5 Watt angesteuerten Lautsprecher hier und in der Mitte das weiß bzw. beigefarben aufgedruckte iAmmer oder wie auch immer Logo. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob der schon Saft hat, indem wir die Power-Taste hier gedrückt haben. Bluetooth-Mode. Ja, Bluetooth-Mode. Das war mehr als deutlich und die kleine blaue LED hier blinkt. Das heißt, er wartet auf jeden Fall auf eine Verbindung. Ich suche jetzt mal hier auf meinem Android-Gerät, beziehungsweise brauche ich es gar nicht suchen. Er hat es direkt schon gefunden, nachdem ich in die Bluetooth-Einstellungen gegangen bin, den iAmmer IM9. Deshalb führe ich das Pairing mal durch und wir haben gehört, Bluetooth connected, wenn auch in einer etwas lustlosen Sprechweise. Aber gut, schauen wir mal kurz in die Einstellungen rein. Genau, Telefonaudio und Medienaudio ist verbunden. Telefonaudio deaktiviere ich aber direkt, da ich die Freisprecheinrichtung, welche wie gesagt sich mit ihrem kleinen Mikrofon wahrscheinlich hier unter den beiden Löchern verbirgt, trotzdem nicht nutzen möchte. Ich möchte das als reinen Musiklautsprecher verwenden und jetzt mal ein bisschen geschaut, was der Lautsprecher hier leisten kann. Dazu habe ich mir hier mal ein paar lizenzfreie Lieder vorbereitet, die ich euch gefahrlos hier zeigen kann. Ja, ich würde sagen, ich gebe ganz einfach mal Dampf hier. Ja, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, muss ich die Lautstärketasten wiederholt einzeln drücken, um die Lautstärke in die entsprechende Richtung zu verändern. Wenn ich die Tasten nämlich gedrückt halte, dann springe ich zum vorherigen oder zum nächsten Lied. Das ist bei den meisten Bluetooth-Lautsprechern genau andersrum gelöst. Aber gut, kann man auch mitleben. Hier haben wir dann den Play- und Pause-Taster. Damit kann ich das Ganze mal anhalten hier, nachdem ihr ja nun wirklich gehört habt, dass das zumindest hier in der Rockmusikrichtung leistungstechnisch einiges hermacht. Wenn man da die Hand davor hält, bekommt man hier einen richtig kleinen Wind ab. Das kann ich euch natürlich auf dem YouTube-Video schlecht vermitteln, aber ich kann euch auf jeden Fall versichern, dass der Lautsprecher das leistet, was man anhand seiner Größe, seiner Größenklasse von ihm erwarten würde. Der ist auf gar keinen Fall unterausgestattet, was die Bassleistung zum Beispiel angeht. Der übersteuert nicht, weder in die Höhen noch in die Tiefen. Und was ich auch ganz interessant finde, wenn ich das Musikstück hier nochmal eben ganz leise anmache, dann könnt ihr vielleicht hören oder ihr könnt es wahrscheinlich eher nicht hören, da es eben schlicht und einfach nicht existiert, nämlich Störgeräusche, die viele günstige Bluetooth-Lautsprecher mitbringen, wenn man sie auf der leisesten Lautstärke betreibt, was insbesondere dann sehr lästig sein kann, wenn man den zum Beispiel auf dem Nachttisch stehen hat am Bett und abends vielleicht nur noch gesprochenes Radio darüber hören möchte, dann hat man im Hintergrund immer so ein kleines Surren und Knistern. Das ist auf jeden Fall hier mit dem Militärlautsprecher von iAmmer nicht der Fall, wie ich euch jetzt hier nochmal zu beweisen versuche. Was aber mit ziemlicher Sicherheit wahrscheinlich nicht funktioniert, da das Umgebungsrauschen hier zum Beispiel von meinem Computer jegliche Störgeräusche oder eben nicht vorhandene Störgeräusche deutlich übertreffen würde. Ich würde sagen, mehr kann ich euch eigentlich nicht erzählen zu dem militärfarbenen iAmmer oder wie auch immer Bluetooth-Lautsprecher. Der leistet auf jeden Fall musik- und audioqualitätstechnisch das, was versprochen wird. Von der Verarbeitung her hätte man sich insbesondere hier vorne mit diesen Zierelementen ein bisschen mehr Mühe geben können, vielleicht noch 1-2 Cent mehr pro Lautsprecher investieren können, in eine etwas edlere oder doch militärrealistischere Optik. So möchte ich nicht sagen, dass es leicht kitschig wirkt hier vorne, aber naja, diese in das Kunststoff eingelassenen Schrauben hier oben zumindest, die hätte man sich sparen können. Ansonsten alles in Ordnung, gibt es überhaupt gar nicht zu meckern, solide und wasserdicht ist er auch, wie ich auch hier nochmal eingeblendet und bewiesen habe im Härtetest. Und ja, mehr kann ich euch wie gesagt nicht erzählen. Ich danke euch für die Zeit, die ihr euch für dieses weitere Bluetooth-Lautsprecher-Review genommen habt. Würde mich wie immer sehr über eine positive Bewertung auf dem Video freuen, wenn euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen, informiert oder unterhalten hat. Ich bin jetzt raus und danke euch nochmal für eure Zeit. Macht's gut vom Yogi285 und ciao, ciao.